Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag, Happy Monday und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir ziemlich scharf. Ich glaube, wir werden heute richtig erfolgreich im Make-up werden. Ich bin gespannt, denn ich habe eine Marke entdeckt, von der ich nur was aus Amerika gehört habe. Eine Influencer-Marke und die gibt es jetzt in Deutschland. Ohne großes Tamtam war sie auf einmal bei Douglas, obwohl sie eigentlich eine Sephora-Exclusive-Marke war. Ich habe den Tee vielleicht für euch. Wir werden heute One Size Beauty testen. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und falls nicht, hoffe ich, dass diese Woche für euch besser wird und ihr mit diesem Video ein klitzekleines bisschen Ablenkung haben könnt. Ich sehe aus wie... Nee, eigentlich heute ist okay. Heute ist okay, muss man sagen. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe 345 Euro bei Douglas ausgegeben. Unter anderem für One Size Beauty. Ich habe mir eine Foundation gekauft, über die alle reden. Das Ding, puh, kommen wir ein andermal zu. Und ich habe mir eine neue Haarpflegelinie gekauft. Auch die teste ich für euch, aber ich bin gespannt. Heute geht es wirklich nur um Make-up. Ich bin sehr gespannt, denn tatsächlich habe ich von One Size Beauty schon recht viel gehört. Vielleicht kennt ihr ihn. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut. Bei seinem Instagram-Account stehen seine Pronomen drauf. Patrick Star heißt er. Und er macht sehr künstlerisch, sehr artistisches. Geht schon so ein bisschen in die Richtung Drag. Ich glaube, er ist auch eine Drag Queen. Ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Er sieht auf jeden Fall iconic aus. Und er hat eine Make-up-Linie rausgebracht in Zusammenarbeit mit Sephora. Also eine Sephora-Eigenmarke in Zusammenarbeit mit einem Influencer. Das ist tatsächlich auch nichts Seltenes, dass Firmen sich mit Influencern zusammentun und sie dann exklusiv vertreiben. Aber ich war so ein bisschen schock, als ich zufälligerweise die komplette Kollektion oder fast alles bei Douglas hier in Deutschland gesehen habe. Und manchmal ist es so, dass die Verträge nur ein Jahr exklusiv bei Sephora beispielsweise liegen und dann international woanders hingetragen werden können. Aber ich dachte mir, okay, wir gucken einfach, was die Sachen können. Ich habe einige sehr spannende Sachen hier und die werden wir jetzt testen. Was es leider noch nicht gab, da war ich recht traurig, ist einmal der Secure the Blur Primer und dieses BBB oder BBL Foundation Blemish Color Correction Balm Foundation Schrägstrich. Deswegen werden wir jetzt einmal die Foundation so machen mit den Produkten, die wir schon haben. Und dann kommen wir zu dem Concealer. Und dieser Concealer ist für mich, da habe ich sehr viel Hoffnung drin. Genauso wie das lose Puder. Denn als Drag Queen ist natürlich mehr als mehr. Und viel Deckkraft, viel Pigment, sehr besondere Texturen. Und das ist das, was ich mag. Wir probieren es aus, Freunde. Ich komme ein klitzekleines Stückchen näher an euch ran. Ich bin richtig gut gelaunt heute. Wir haben gestern nämlich eine recht gute Nachricht bekommen. Ich hoffe, die gute Nachricht bleibt auch weiterhin die gute Nachricht. Und dann können wir es euch bald sagen. Aber wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Als Foundation benutze ich hier die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation und gebe mir da einen Spritzer von dem Becker First Light Priming Filter rein. Ich mache das im Moment sehr gerne, weil ich diesen Glow gerade haben möchte, mische mir das Ganze auf meiner Mischplatte zusammen und dann bup. Und das Ganze blende ich mir hiermit ein. Ihr habt das wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, dass ich gerade so ein bisschen struggle mit meiner Zeit, weil Giacomo Cosmetics ist mein Baby und ich möchte, dass Giacomo Cosmetics mehr machen kann als das, was ich gerade mache. Ihr dürft nicht vergessen, jede Bestellung, die ihr macht bei Giacomo Cosmetics, wird von mir selber gepackt und ich mache 3 Videos die Woche und ich habe natürlich auch noch Kooperation und Content für andere Kanäle und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Giacomo Cosmetics darunter leidet, in Anführungszeichen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass dieses Jahr mehr Zeit in Giacomo Cosmetics investiert wird, auch mehr Geld investiert wird als vorher schon und es wird jetzt dieses Jahr einige Produktneuheiten geben, einige überarbeitete Produkte, der Gua Sha hat ein neues Packaging bekommen, die Microfiber Multitool hat ein neues Packaging bekommen und dann gibt es ja auch noch bald neue Produkte. Ich habe eben auch schon einen Call gehabt mit einem Produzenten, der die ersten Colored Cosmetics Produkte für Giacomo Cosmetics produzieren wird und da bin ich ganz aufgeregt. Alright, die Foundation ist einmal eingearbeitet, alles sehr schön frisch, alles sehr schön glowy. Ich rutsche mal ein Stückchen näher ran zu euch, Freunde, denn wir haben den Concealer. Das ist der One Size Turn Up the Base Butter Silk Concealer
Cache cerné, soyeux et onkoteux. Onkoteus? Französisch ist sprachlich nicht meine. Mein. Lassen wir es. Der Concealer sieht einmal so aus. Der sieht recht dick aus. Verpackung ist auch super, super hochwertig. Und hier sind 7 Milliliter drin. Das ist mehr als Standard. Standard ist meistens 5. Und ich habe den in der Farbe Medium Neutral 1. Gib mir den erstmal hier hin. Ich finde ihn leider ein bisschen gelb, aber ihr kennt mich, wenn mir etwas gefällt, auch wenn die Farbe falsch ist, kaufe ich meistens dann nochmal in einer anderen Farbe für mich. Aber die Sachen waren tatsächlich nicht so günstig, ne? Also der Concealer war auch so um die 23 Euro. Ich blende euch das natürlich immer ein. Und da war ich schon so ein bisschen, na, das ist schon eine Hausnummer. Ich blende das Ganze erstmal hier aus und wir machen erstmal eine halbe Seite. Ich habe erfahren auf Instagram, dass der recht, oder auf YouTube, dass der recht schnell antrocknet. Deswegen blende ich mir den schon mal so ein bisschen ein. Der ist auch vom Finish her etwas matter als üblich, trocknet dadurch auch schnell an, hat dadurch natürlich aber auch wesentlich mehr Deckkraft. Und das ist ja etwas, was ich persönlich ganz gerne mag. Deswegen blenden wir erstmal die eine Seite aus. Normalerweise lasse ich die Concealer ja immer eine Ewigkeit aber antrocknen. Aber wow. Come through Pigment. Deckkraft ist definitiv da. Seht ihr das? Also ich meine, ich habe hier ja schon Foundation drauf, aber hier ist wirklich glatt. Wir machen mal die andere Seite, Freunde. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit den Produkten von One Size bzw. von Patrick Star. Heißt der Patrick Star? Ich glaube. Gemacht, dann könnt ihr mir das natürlich gerne einmal in die Kommentare schreiben. Ansonsten verlinke ich euch die Produkte natürlich auch einmal unten in der Infobox, falls euch davon irgendwas interessiert. Könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Also Deckkraft ist wirklich, wirklich krass. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Im Prinzip braucht man nicht so viel wie ich jetzt benutzt habe. Muss ich sagen, gefällt mir bis hierhin wirklich sehr, sehr gut. Er läuft jetzt auch nicht extrem in Fältchen oder so. Ich habe natürlich jetzt auch viel benutzt. Ich habe im Moment recht trockene Haut unter den Augen, weil ich eine Augencreme abgesetzt habe, um zu schauen, ob die wirklich was bringt. Und obviously hat sie was gebracht, wenn ich sie benutzt habe. Ich gehe jetzt einfach mit dem Pinsel hier einmal so ein bisschen lang und intensiviere meine Kontur. Benutze dazu den Kiko Sculpting Touch Contour Stick. Gehe hier leicht rein und gebe mir hier so ein bisschen Dimension hin und muss sagen, dass mir der Concealer auf den ersten Eindruck zumindest sehr gut gefällt. Wir setten das Ganze jetzt. Ich habe zwei verschiedene Produkte gekauft dafür. Einmal ein loses Puder, das ist das Puder in Translucent. Es gab es auch bei Douglas aktuell nur in Translucent und in einem sehr dunklen Ton. Deswegen habe ich den Translucent genommen und dieses Foundation Puder. Das ist die Turn Up the Base Versatile Foundation Powder in Medium 3. Ist also wesentlich dunkler. Ich habe es auch schon benutzt gestern. Es ist ein bisschen zu dunkel für mich leider als Foundation aktuell. Im Sommer könnte das Ganze anders sein. Das Puder soll ein super fein gemahlenes, 14 Stunden lang anhaltendes, weichzeichnendes Setting-Puder made for a light bake or heavy cake. Also du kannst damit entweder leicht setten oder baken. Guess what? Ihr kennt mich. Ich schütte mir das Puder hier mal in den Deckel. Es ist nicht parfümiert und ich nehme jetzt den Microfiber Multitool Mini und gehe damit einmal direkt hier rein und sette erstmal leicht. Es ist nicht so fein gemahlen wie mein Holy Grails Puder von der Textur her. Einfach, dass ihr das ohne Bewertung, ne? Es ist nicht so fein gemahlen wie meins. Ohne Bewertung, nur damit ihr so ein Feeling dafür bekommt. Meins fliegt recht leicht. Das ist so ein bisschen fester. Ich finde die Verpackung recht klein, muss ich sagen. Da sind 6 Gramm drin. Was bei mir drin? 14 Gramm, ne? Also das ist nochmal ein Unterschied. Und damit bake ich hier einmal alles. Ich erhoffe mir von dem Puder, dass es tatsächlich alles so ein bisschen aufhält und etwas brightet. Also dieses, ich will nicht immer Drag-Make-up sagen, weil ich mache ja kein Drag-Make-up, aber dieses extreme, sehr helle Under-Eye, sehr starke Kontur, sehr definiert und sehr weich gezeichnet. Und mit dem Rest gehe ich jetzt einfach hier komplett über mein Gesicht und stempel mir das ein. Dafür könnt ihr entweder den großen oder dann irgendwann den kleinen benutzen. Aber das sorgt dafür, dass es farblich einfach alles so ein bisschen gut zusammenpasst. Und dann will ich trotzdem einfach mal probieren mit dem Puder. Das ist ein Foundation Puder. Einfach hier so ein bisschen ähnlich wie ein Bronzer. Ja, dafür ist es okay.
hier lang zu gehen und das Ganze ein bisschen aufzuwärmen. Von der Textur her hat mir das gestern schon sehr, sehr gut gefallen. Ich probiere ja die Sachen immer vorab ein bisschen für euch schon zu testen. Dafür war es wirklich, wirklich gut, weil es trotzdem recht fein gemahlen ist und nicht so crusty aussieht. Es hat so einen leichten Gelbstich alles, muss ich sagen, unter den Augen, was jetzt per se erstmal nicht schlimm ist, weil tatsächlich sich viele Leute auch immer beschweren, dass die Produkte nicht gelbstichig genug sind. Also die Medium-Reihe von One Size ist recht gelbstichig. Ich dachte, dass sie eher so ein bisschen roséfarbener ist, aber okay. Also auf die Entfernung sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich mache mal ein bisschen Bronzer Blush rauf und dann geht's weiter. Okay, ich habe einmal so ein bisschen Bronzer, ein bisschen Blush drauf gemacht. Gehe jetzt hier ganz leicht mit so einem Augenbrauenstift durch. Ich habe jetzt hier den von Max Factor. Dann gehe ich mit dem Spoolie hier einfach nochmal durch. Ich will jetzt nicht so viel Quatsch da an den Augenbrauen machen. Base, muss ich sagen, ist erstmal gar nicht schlecht. Es ist schon recht heavy Make-up. Also das muss man sagen, das ist nichts für ein leichtes Tages-Make-up. Das ist ein Maxim Giacomo Tages-Make-up. It's a lot. Ich habe zwei Setting Sprays gekauft. Einmal das Preserve the Surf Luminous Setting Mist und dieses hier. Das ist das Until Dawn Mattifying Waterproof Spray. Was ich sehr gerne mache, um so das Beste aus beiden Welten rausholen, ich mische das. Ich gehe erst mit dem wasserfesten. Nee. Moment. Ich gehe erst mit dem wasserfesten und dann mit dem Glow Spray rüber. Allerdings ist mir hier der Sprühkopf kaputt gegangen, deswegen füllen wir das gleich woanders um. Der Sprühnebel war mega, mega gut. Leider ist er kaputt gegangen gestern, aber nicht so wild. Hier ist das Ganze in so einer Spraydose. Das sieht aus wie Haarspray. Seid ihr bereit? Das ist Haarspray. Es riecht wie Haarspray. Es fühlt sich an wie Haarspray. Wow. Es hat einen leichten Duft. Der wird aber stark, wow, der wird stark übertüncht von Aerosolen. Danger, extremely flammable. Ja, love that. Das hier fand ich aber ziemlich, ziemlich gut und deswegen schütte ich mir das jetzt in das diese Real Techniques Flasche rein. Seht ihr, das ist, also die Packung ist ähnlich wie das von Nikki Tutorials. Auch spannend. Das ist so ein bisschen trüb. Auch das riecht ein bisschen, aber nicht so stark. Es ist ein angenehmer Duft. Und dann, wenn der Alkohol so ein bisschen verdampft ist, dann hinterlässt es tatsächlich auch einen recht süßen Glow auf der Haut. Nicht so stark wie das Nikki Tutorials. Das sorgt einfach dafür, dass das Make-up nicht ganz so pudrig aussieht. Ist okay. Das ist schon krass hier, ne? Also das ist wirklich so früher in den 90ern, 80ern, 70ern haben die Leute wirklich Haarspray ins Gesicht gesprüht als Setting Spray, damit Make-up länger hält. Das ist hier auch ganz gut. Was ich mir damit sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ihr Probleme habt mit Schwitzen im Sommer, vor allen Dingen das hier oben so ein bisschen an die Haarlinie und dann wird es wasserfest. Wir werden es im Sommer nochmal testen. Jetzt, Freunde, wird es aber spannend. Es gab nämlich so ein Doppelset mit Lidschattenpalette und einem Eyeliner. Das ist die Golden Cocoa Eyeshadow Quad Palette. Und dazu gab es diesen Eyeliner. Ich habe euch hier auch mal einen Eyeliner-Swatch eingeblendet. Der Filzer ist sehr schön präzise. Also man kann damit wirklich eine schöne Linie machen, wenn man es kann. Und sie ist vor allen Dingen sehr lang, dass man damit wahrscheinlich in einem Swipe, wenn man es könnte, gut arbeiten könnte. Wir werden jetzt aber mit der Lidschattenpalette was schminken. Und ich muss sagen, ich liebe diese super simplen Paletten. Vier Farben, drei Farben reicht meiner Meinung nach völlig aus. Reduziert so ein bisschen den Druck. Ich sitze oft vor so einer Lidschattenpalette und denke mir so, Girl, es sind wirklich viele, viele Farben. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich von dir zuerst anfangen soll. Und dafür nehme ich mir einen fluffigen Blendepinsel und gehe in die Farbe Oh My Dear. Sieht so ein bisschen grün-braun aus hier im Licht und gebe mir das in die Lidfalte. Wow. Dunkler als gedacht. Ist aber mal schön zu sehen. Kein Kickback. Sehr weich die Textur im Fännchen, muss man sagen. Und die Base ist ja jetzt natürlich auch nicht ganz so trocken gewesen. Das lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Spiegel ist auch mit drin. Es liegt sehr, sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Oh doch, das gefällt mir bis jetzt schon sehr, sehr gut. Kennt ihr das, wenn man in einen Lidschatten reingeht und so ein bisschen
aufbaut und dann weiß man schon, okay, die Textur ist nice. Und dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel und gehe hier einfach oben rüber und blende das Ganze aus. Ihr seht, ich bin nur mit einer Farbe reingegangen. Es sieht aber tatsächlich schon so aus, als hätte ich zwei Farben drauf, weil so ein Lidschatten besteht ja aus verschiedenen Elementen. Einmal den dunkleren, den trockeneren, den weicheren. Und in dem Moment, wo die Farben auch so ein bisschen unterschiedlich sind, ist es gar nicht so schlecht. Dadurch habe ich nämlich den helleren Ton, der sich besser ausblenden lässt als den dunkleren Ton, viel, 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 viel weiter oben zum Ausblenden. Und dadurch wird das Ganze wärmer. Und der dunklere, etwas feuchtere und festere bleibt an der Stelle und gibt mir schon mal so einen Touch an Dunkelheit. Ich gehe jetzt einfach mit demselben Pinsel in die Farbe Center Snack. Und das ist ein dunklerer Braunton. Und den setze ich mir hier außen einmal hin und gehe mit dem Rest am Pinsel einfach hier nochmal so ein bisschen lang. Er ist wesentlich dunkler und wesentlich rötlicher tatsächlich vom Unterton. Ich muss sagen, die Textur mag ich sehr, sehr gern. Ich swatch jetzt hier mal kurz die Farbe It's a Wrap und Golden Eyes. Einer ist wesentlich goldener. Den gebe ich mir jetzt erstmal hier oben rüber. Oh, wow. Und mit dem helleren gehe ich hier vorne einmal lang. Okay, also das ist ein super schneller Look gewesen, aber das liebe ich an diesen kleinen, sehr, sehr simplen Paletten. Ihr müsst nicht so viel überlegen, ihr habt immer eine Textur, die immer gleich funktioniert, weil die Farben ähnlich beieinander sind, als wenn ich so eine 100-Pen-Palette habe. Blau lässt sich anders verblenden als Rot. Und auch die Schimmertöne gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe aber noch was anderes gekauft. Ihr kennt mich, ich liebe Liquid Eyeshadows. Und der hat mich so ein bisschen an meinen erinnert. Das ist der Eyepopper in der Farbe P-House. Der hat auch so einen multidimensionalen Schimmer mit drin. Ich trage ihn jetzt mal auf und dann schauen wir, wie der aussieht. Oh, wow. Der hat so silberne Flakes mit drin, die anders reflektieren. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Ich lasse das Ganze mal kurz so ein bisschen antrocknen. Liquid Eyeshadows brauchen eh immer einen Moment. Mach meinen unteren Wimpernkranz und dann sind wir wieder da. Okay, schaut euch bitte einmal kurz diesen Glitzerreflex an. Ich kann mir noch ein bisschen mehr auftragen. Er ist so ein bisschen in die Lidfalte gerutscht. Aber der hat eine Shimmer-Base und dann sind da nochmal grobe Glitzerpartikel drin. Und das sieht richtig, richtig nice aus. Für den Alltag würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen too much. Da würden die Schimmertöne aus der Palette reichen. Aber ich liebe die Formulierung der Lidschatten und der Liquid Eyeshadows hier. Hands down. Wow. Wie lange hat es gedauert? 3 Minuten? So, während der Lash Glue einmal trocknet, das sind übrigens die 100K von mir, Giacomo Cosmetics, gibt es tatsächlich gerade wieder vorrätig. Also schaut gerne mal vorbei, falls ihr wirklich hochwertig handgemachte, vegane, cruelty-free Wimpern sucht. Aber ihr kennt mich. Ich lasse keine Gelegenheit außen vor, wo ich eine dunkle Lippe tragen kann. Ich liebe dunkle Lippen und gehe jetzt hier mit der Farbe Matte Storm von Immaquiage, so ein super dunkles Braun, einmal lang. Lass das Ganze kurz antrocknen. Mach mir ein bisschen Mascara rauf. Dazu benutze ich die Rem Beauty Mascara. It's a lot. Ich glaube, wir brauchen mehr Contouring, oder? Ja, besser. Und dann gebe ich ein Gloss rüber von Dominique Cosmetics. Der ist auch in Braun und zwar in der Farbe Java. Und ich liebe dieses, sieht dann aus wie so ein Autoledersitz. Wow, ich fühle mich gut. Die Base-Produkte, der Concealer ist nice. Ich muss ihn vielleicht nochmal in einer anderen Farbe probieren. Die Lidschattenpalette hat mich tatsächlich wirklich umgehauen. Qualitativ top. Und gerade in Kombination mit so einem Eyeliner ist das Ganze günstiger. Auch das Setting-Spray müsste ich jetzt über einen längeren Zeitraum testen. Das Baking-Puder eignet sich gut. Es ist ganz schön teuer, aber der Look ist nice. Ich fühl's, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja jetzt Lust, die Marke einmal auszuprobieren. Dann findet ihr die Links einmal unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!